Yo Baby, yo Baby, yo. Ich habe hier schon wieder ein neues Experiment mit meinem neuen Aufbau. Hier sieht man mein neues Laufband unten mit großer Schrift, die langsam läuft. Da kann man also gut lesen. Uhrzeit und Wecker ist natürlich auch wieder mit dabei. Dann habe ich hier meine normale Seite, auch hier mit hast du nicht gesehen und so. Und wenn man bei Duolingo natürlich nur die Webcam sehen möchte, ist es schon klar. Und ich habe ein neues Feature, nämlich ich habe eine Webcam, die ich mit dem Handy mache. Ich hole mal das hier ganz kurz ein bisschen davor. Und da sieht man meine normale Webcam. Und jetzt sieht man meine normale Webcam, wie sie meine Handycam filmt. Jetzt gehen wir wieder auf die Handycam. Und hier sieht man jetzt auch meine Playmobil-Figuren. Und ich gucke mal, wie weit ich damit durch die Wohnung laufen kann und ob dann auch Ton aufgenommen wird. Ich glaube es nämlich nicht. Das Handy funktioniert dabei nämlich irgendwie nicht so richtig. Das finde ich ein bisschen bescheuert. Ist hier Licht an? Wir machen hier mal ein bisschen Licht an. Gucken, ob das funktioniert. Tut es nicht richtig. Aber ich glaube, ich habe Blaulicht an oder sowas in der Art. Gucken wir mal. Die Aufnahme scheint nicht so flüssig zu sein, wenn man hier hinten lang läuft. Das Bild ruckelt also so minimal. Hier ist es natürlich düster, das lassen wir auch. Wir drehen es hier nur einmal kurz mit Blaulicht eine kleine Runde wieder zurück. Hier würde es dann jetzt inzwischen in so eine Art Küche gehen. Lassen wir mal sein. Wir gehen wieder zurück, weil wir die Aufnahme auch beenden wollen. Und wegen dem Ton bei dieser komischen Geschichte muss ich mir noch was einfallen lassen. Denn komischerweise zuckt hier meine ganze Ausrüstung immer dann, wenn was funktionieren sollte. Funktioniert es nicht. Und wenn es denn dann funktioniert, dann funktioniert was anderes nicht. Und hier ist so, das ist das Handy. Hier sieht man es nochmal. Hat zwar eine eigene Tonspur, überträgt aber nichts. Da weiß ich nicht, woran es liegt. Ich bin enttäuscht. Aber damit leben wir. Ich habe übrigens inzwischen auch hier meinen Pausenfüller eingebaut. Meine Stummtasten funktionieren wieder. Ich verzichte heute aber auf ein Abspannbild. Und ich denke, das hier wird sowieso nicht richtig produziert. Das ist nur für mich so ein bisschen zum Gucken. Und ich esse übrigens Weingummis. Ätschi wätschi. Viel Spaß!